Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei der Rap-Lösung für mich, für euch. Ich hab's schon erwähnt, in den Shima Ede Song mit Cass, Ave Maria, dass ich mir ein Solo-Ding von ihm definitiv geben werde. Dieser Song kam vor 4 Monaten hoch, steht zumindest auf YouTube. Rockstar, weil mir der einzigartige Stil beziehungsweise der Flow von den netten Herren extrem imponiert hat, geben wir uns jetzt das Ding. Wie viele haben die wahrscheinlich gar nicht auf dem Schirm. Und ich finde, der Typ hat was. Deswegen machen wir das. Also seid gespannt. Dieser Song hat in dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, 403.229 Aufrufe, 11.668 Likes und 502 Dislikes. Stabil. Von den Prozenten her. Lassen wir den Rockstar loslegen. Ich bin etwas verstört gerade. Aber okay. Ich war gerade etwas verwirrt. Okay, jetzt kannst du. Mir fällt gerade ein, dass ich den Sänger noch nie gehört habe, aber den Vorgänger. Scheiße. Na gut, egal. Ich finde den Aufbau gerade mega nice, auch wenn das Ding schon. Die Sache ist, wir haben jetzt fast 40 Sekunden Intro, beziehungsweise noch nichts gehört, außer dieser Beat-Aufbau und dieses Yeah. Und der Song geht 3 Minuten 33, was eigentlich eine relativ nice Zahl ist. Es klingt ein bisschen wie Sean Paul, Alter. Das klingt echt wie Sean Paul ein bisschen, aber... Okay, ich lass mich überraschen, Alter. Ich lass mich echt überraschen. Das ist keine Macarena. Papaya Grills, aktiv für la Sera. Für la Sera. Scheiße, Digga. Ist das jetzt bis jetzt immer noch Vogelblinke oder ist es wirklich schon... Ich bin echt unentschlossen, Alter. Ich warte immer noch so auf den Drop, Alter, dass es richtig loswummert. Scheiße, Digga. Ich bin echt ein bisschen sprachlos gerade. Ich weiß nicht, ob ich das feiern kann oder es mich eher verstört. Sie sagen Lifestyle wie ein Rockstar. Stage Killer bin ein Monster. Jessie Wapper, ja, der Rockstar. Rockstar, ja. Lifestyle wie ein Rockstar. Stage Killer bin ein Monster. Jessie Wapper, ja, der Rockstar. Rockstar, Rockstar, ja. Ich bin der Rockstar. Ich bin echt scheiße verwirrt gerade. Ich kann. In meinem Kopf passieren gerade so viel auf einmal, die verarbeitet werden müssen. Von den ganzen Empfinden, von der ganzen Aufmachung, von dem ganzen Beat, von dem ganzen Video. Ich versuche gerade mein komplettes Gehirn alles zu verarbeiten. Diese Synapsen kommen gar nicht mehr hinterher.
Scheiße, Digga. Play that guitar, play that guitar. Mi metto in mostra. Play that guitar, play that guitar. Stop. Und das alles vor dem High. Es hat eigentlich nur ein Santana-Spruch gefehlt. Bruno Santana, natürlich. Nee, warte mal, scheiße, nicht Bruno Santana. Ihr wisst, wen ich meine. Also die, die mit Santana was anfangen können, wissen, was ich meine. Und das alles vor dem Hype. Ja, ja, ja. Schon davor. Rockstar lange vor dem Hype. Mache keinen Rock'n'Roll, aber für den Scheiß. Ich sage, ja, ohne Label und gesigned. So wie Jesus, simple wine. Holy smoke, keine Line. Wir sind hier ganz allein. Auf der Bühne. So in etwa fühle ich mich gerade, genau. So fühle ich mich ungefähr gerade. Ich hab echt keine Ahnung. Ich bin echt bei dem Song, bin ich komplett sprachlos. Auf der Bühne wie Fred Durst, erlebst du live. Ja, ja. Lights, Camera, Mühe, ich seh nur nein. Rock, spring in die Crowd. More water, splash into a mouth. Club 27. Fuck, Alter. Der muss ja live zu Zahl zerreißen. Absolut krasser Scheiß, Alter. Oh, das wird wahrscheinlich der Schluss jetzt sein. Ich bin sprachlos. Und hat er wirklich seinen Künstlernamen sich auf den Bauch tätowieren lassen, wie Tupac? Hast du gerade das Bild? In der Zwischenzeit kann ich ja bitte reden. Ich bin extrem sprachlos. Ich bin eigentlich nicht so wortkarg, wenn ich mir Songs angucke zum ersten Mal, beziehungsweise bekannte Songs, die ich schon ein-, zweimal gehört habe, nochmal anhöre, irgendwas dazu zu erzählen. Dass er wirklich ein Künstlername erzählt wird, oder? Yep, das hat er. Okay. Haben wir das Thema auch geklärt? Ich find's nicht schlecht. Ich bin solche Art bzw. Richtung von Musik nicht so bewandert, sagen wir es mal so. Ich kenne mich da eher mehr so um die Untergrundschiene aus. Und das ist einfach ein komplettes Flow-Ding, Alter. Man muss schon
so ein Künstler sein und solche Musik rauszuhauen, die noch gleichzeitig gut ist. Hier brauchen wir jetzt nicht vom Text oder irgendwas reden. Das ist einfach nur fürs Ohr. Zum Abgehen. Wie der nette Herr das schon ein Video gemacht hat. Was hat er gesagt? Ich bin kein Rockstar, aber lebe so wie einer. Und so, ich glaube, in dem Sinne kann man das, den Song auch so gut beschreiben. Man muss zwar kein Rockstar sein, aber man kann zumindest leben wie einer. Und so befindet sich das auch mit der Musik. Ich bin... Jetzt ist die Frage an euch, Alter. Wie findet ihr den Song? Findet ihr den gut? Findet ihr den schlecht? Was hat der Song in euch ausgelöst, wo ihr das erste Mal gehört habt? Kritik etc. gern unten in die Kommentare. Lied zum, also der Link zu dem Lied und dem Kanal unten in der Infobox. Social Media Plattform unten in der Infobox. Ich werde erstmal mir einen übelsten gepflegt hinlegen. Ich bin so fertig mit der Welt. Nicht nur wegen dem Song, auch allgemein wegen dem Tag heute. Es ist einfach. Rockstar, Alter, einfach ein Rockstar. In dem Sinne, haut rein und macht's wenigstens Sinnvolles.